Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Champions of Regnum. So, jetzt habe ich den Ding. Ich habe gerade angeschrieben, hello, ich muss hello töten. Ob er immer kommt, weiß ich nicht. Ich habe ein paar Quests gemacht, ein Level, jetzt bin ich 29 und ja, ob die Quests waren alle langweilig da. Ja. Ich hoffe, es bleibt jetzt immer dann. Das letzte Mal hatte ich Glück. Ich möchte die Quest jetzt nicht wieder abbrechen und später machen. Weil man kann den allein nicht töten. Also er ist ab Level 50 oder so. Weil er viel zu viel Leben hat und so viel Damage macht. Also, ja, laufen wir mal ein bisschen hier in der Nähe rum. Ich habe einen Weihnachtsbaum gefunden, 878 Gold plus 220 bekommen. Und hat, ja, es lohnt sich natürlich nicht, aber wenigstens mal wieder viel Gold. Ich weiß nicht, was Maximum ist, wahrscheinlich 1000 oder so, aber ich hatte noch nie Glück, über 900 zu kommen. Er hat hier schon Glück. Bei so vielen Fehlschlagquoten, wo ich habe. Autsch. Mahlzeit, ja. Mahlzeit. Sind wahrscheinlich alle in der Warzone momentan. Wollen wir mal schauen, vielleicht gehen wir in die Warzone jetzt. Ja, relativ gut eigentlich. Wir gehen hier nochmals kurz am Strand entlang. Und dann in die Höhen, mal schauen, was wir dort machen müssen. Dann gehen wir wieder ein bisschen trollen. Okay. Nicht ganz so viel trollen wie das letzte Mal. Aber ein bisschen Spaß haben. Wow, 5 Magnetstücke. Und hier kommt immer nur Gold raus. Ich hatte mal einen recht guten Stab, als ich noch bei Syrtis war. Das ist das vorige Let's Play. Und sonst eigentlich nichts. Aber da hatte ich ja gar keinen Magier. Okay, verschieben wir das auf später und gehen dann in die Warzone mit dem Hallo, wenn niemand will. Ich habe leider auch noch keine Gilde, ich weiß nicht, alle fragen, ob du Gilden willst, aber sagen nicht, wie es ist und so. Die wollen einfach nur anwerben und ich mag es nicht, wenn ich dann in einer Gilde bin, die nur herumframen oder andere abwerben oder so. Ich sag, da sind sie ja sehr gut, Leute einfach abzuwerben, in eine andere Gilde zu locken oder sonst etwas. Ich verstehe manche Spiele nicht. Also würden die keine Herzen haben, als würden die irgendwie, ja, nur für sich arbeiten, obwohl es nicht mal für sich irgendwie ist. Es ist ja für die Gilde, aber trotzdem. Die sind wahrscheinlich rappenvoll oder so, aber es kommen nie online. Das kenne ich genug. Wenn Leute einfach mal in der Gilde drin bleiben, weil sie natürlich irgendwie einen Schutz haben vom Gildenführer, aber seit 2 Jahren nicht mehr online sind und so. Und dadurch Gildenplätze verbrauchen. Das habe ich zum Beispiel in der alten Gilde von Path of Exile gehabt, dass einfach mal 20, 30 Leute nicht mehr ankamen. Dann hat der Gildenführer einfach mal alle rausgeschmissen, wir sind nur noch 5 gewesen. Also da ist nichts mehr, gehen wir nach oben. Aber auch bei YouTube, dass Leute nur wegen Geld so Sklavenarbeit machen, wie eine
5-seitige Beschreibung unten rein tun, was das Spiel alles kann. Es interessiert keinem Schwein, aber sie müssen es machen, weil sie Sponsoren haben, die extrem wenig Geld geben, aber dadurch zwingen den Let's Player die ganze Zeit Werbung über das Spiel zu machen oder über andere Sachen Werbung machen. Das sind für mich alles klar, mehr nicht. Es sind keine Let's Player mehr, keine Gameplay-Macher, nichts mehr. Und bei den Comedy-Seiten wie zum Beispiel Punk und Ape Crime und solche Sachen ist es langsam auch so, dass sie einfach nur noch irgendwie Spiele, die man gespielt haben muss und so, damit ja jeder das Spiel kauft und so. Wow. Es ist kein Comedy mehr, es ist eine Aufzählung von Werbemaßnahmen, Werbesachen, mehr nicht. Also, ich schwöre euch, ich werde niemals einen Sponsor haben wollen. Ich werde ein Let's Player sein, ich werde ein Mensch bleiben, ich werde mit euch Sachen machen und nicht für diese Werbungszeugs. Ich brauche das Geld nicht. Und ja, ich habe 100% IV, das ist bei uns Hartz IV, aber eher für Kranke, wo nicht arbeiten dürfen oder so. Und die sind noch recht spendabel, ja, bekommen genug Geld über. Da ist YouTube mal richtig scheiße. Ich habe 1,27 € verdient in der ersten Woche. Wow, bin ich jetzt reich? Ich habe genug Aufrufe, verdammt nochmal. Ihr müsst nicht sagen, ich hätte keine Aufrufe. Ich verstehe es nicht. Ich mache Werbung für die, obwohl ich es nicht will. Da will ich jetzt auch etwas verdienen können. Ich will nicht zum Sklaven werden. Und ihr könnt mir gut helfen. Jetzt mal einfach so, wenn ihr mal den Adblocker ausmacht und einfach mal die Werbung auf lautlos und so kurz laufen lässt und meine Videos dafür ein bisschen länger schaut. Wäre eine tolle Option. Aber eben, ich brauche das Geld eigentlich nicht und... Aber ich will nicht einfach Dings, sonst werde ich nicht mehr Partner, kündige es. Und ja, es bringt nichts, wenn ich nur 1 € pro Monat, pro Woche verdiene. Das ist viel zu wenig und da kann ich euch lieber ein bisschen mehr unterstützen, indem ich gar keine Werbung zulasse und so weiter. Aber eben, ich schau mal und ja. Ein bisschen Einkommen ist nicht schlecht. Man darf einfach nicht zum Sklaven werden und solche Sachen. Und ich habe ja nichts von der Werbung. Ich sehe sie nicht und das ist das Gute. Und so schlimm sind die Werbungen ja auch nicht mehr. Wenn ich ab und zu ohne Adblocker bin. Ja, ich benutze auch Adblocker, klar, aber das ist nur, weil ich so 1000 Videos pro Tag schaue und dadurch nicht ungefähr die Hälfte nur Werbung haben will. Ja, für die, die YouTube einfach vielleicht für einen Abonnenten oder so benutzen, die können getrost mal bitte den Adblocker ausschalten. Nur für YouTube, man kann es ja einstellen. Und ja, das würde die Let's Player sicherlich freuen. Also wir müssen hier Meister der Goblins schon mal antun. Da habe ich jetzt irgendwie 5 Quests schon gehabt mit dem Meister der Goblins. Die sind jetzt sicher irgendwie grün oder so. Hellgrün. Und wo sind sie? Und irgendwie wurde das Spiel kürzlich ein bisschen zurückgesetzt. Ich hatte die Quests mit dem Moradern schon gemacht. Ich habe diese Quests schon gemacht. Irgendwie stimmt hier etwas nicht. Da müssen wir auch eine Heldegarde holen. Oder Hitguard oder... Was ist denn das? Übersetzt doch das mal. Seid ihr so faul. Das ist...
Ah ja, Jellyfish aus. Schon fertig. Okay. Wo bin ich hier? Das kenne ich gar nicht. Ich bin eigentlich immer unten durchgegangen. Nie hier herauf. Wir müssen nach Birka, also müssen wir wieder unten durch. So. Ja, heute Morgen war mit meinem Körper katastrophal. Ich wach auf, hab extremen Hunger, Gliederschmerzen und Bauchweh, also Magen-Darm irgendwie das. Und ich esse etwas, so Quark, so esse ich gerne. Und dann kommt alles raus. Ich habe noch mehr Hunger, esse Brot und seitdem habe ich so extreme Bauchschmerzen. Also da, die verdoppelten sich sofort irgendwie alles Mögliche. Weil am Morgen kann ich nie das Ding, ich habe Joghurt nicht gern, ich habe irgendwelche, ich trinke keinen Kaffee oder Tee und dann habe ich einfach Quark, so richtig diese dicken volle da dieses Molke-Käse-Zeugs da. Ja, aber die sind wahrscheinlich nicht so gut gegen Bauchschmerzen. So, haben wir die Quest. Irgendwie steckt man immer eine Zeit lang fest, kann sich nur drehen, das nervt. Überall muss Zeit geschindet werden in diesem Game. Das nervt. So. Wieder da gefangen sind, so ist noch ein bisschen zu stark wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt in die Warzone. Machen kurz den Umweg hier. Kurz über die wie heißt jetzt schon hier? Hopp. Ja, wir werden es gleich sehen. Hang, ja. Um den Hang. Kellet Hang. Ja, mittlerweile ist ein bisschen langweilig geworden auf YouTube zu sein, weil ja keine Kommentare gepostet werden. Und ja, neue Abonnenten kommen leider momentan auch nicht so dazu. Habt ihr eine Ahnung oder habt ihr irgendwie Lust mal ein bisschen zu schreiben? Dürft gerne ja kurz die Zeit nehmen, damit ich ein bisschen mehr Spannung, also ein bisschen mehr ja auf YouTube verweilen kann, ohne immer Videos zu schauen. Es ist halt so,